Schau mal, ob das alles so funktioniert. So, hier jetzt mal das Druckstück, was nach innen geht, gewählt. Sollte halbwegs passen, also rutscht genau rein. Und für außen kommt der ran und auch da gut anpassen. Ich kann jetzt nicht sehen, ob man es erkennt. So ist besser. Und da sieht man, es passt auch rein. Jetzt muss man noch hier gucken, welcher wo passt. Ach, Nummer 1. Und der passt in die Nummer 3. Ich werde hier, weil das hier so eng ist, also das Loch passt hier nicht richtig drauf. Werde ich später auch mal einfach ein bisschen ausfräsen. Dann kann er da auch nicht verrutschen, wenn das ist. Wird im Endeffekt jetzt angepasst von der Höhe her. Und dann kommt hier quasi das Gegenstück von der anderen Seite oben drauf. Aber so trocken wie das die Lumpe ist, funktioniert es natürlich nicht. Wir nehmen das gute blaue Zeug, was man nicht zeigen darf. Ja, hier DD40 oder irgendein anderes Kriechöl geht auch. Einfach einsprühen, ein bisschen einwirken lassen von beiden Seiten immer. Und dann geht's rund. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Eingeölt haben wir schon. Also ich mache es jetzt auf natürlich wieder die günstige Art und Weise. Ihr kennt mich ja, ich bin ja so ein bisschen low budget. Draufsetzen, gucken, dass es auch wirklich mittig ist. Sonst verkantet er sich. Und dann haben wir ein Problem, weil dann kommt uns alles entgegen. Vorsichtig hochpumpen. Bevor man es festmacht, nochmal richtig ausbalancieren, positionieren, dass es auch wirklich passt. Ich bin gespannt, ob es jetzt auch wirklich wirkt. So, vorsichtig. Und festmachen schon. So. Jetzt haben wir hier natürlich nur so einen kleinen Prügel. Der reicht so fürs erste ein bisschen festzumachen, aber ich selber benutze da immer ganz gerne noch ein Metallrohr. Einfach als Verlängerung, weil es sich einfach besser macht. Und außerdem, wenn ihnen das entgegenkommt, steht man vielleicht noch einen Meter weiter weg. Als so. Aber er flutscht, ohne zu knallen. Weil normalerweise gibt es immer so zwei, drei laute Knall, weil er sich dann sozusagen ruckartig bewegt. Aber ich habe gestern schon gesprüht gehabt bei den Teilen. Musste jetzt die Schrauben leider Gottes wegflexen beim Ausbauen, weil es einfach nicht anders ging, weil die einfach zu fest waren. So, dadurch, dass es so leicht ging, brauchen wir halt eine große, bei dem jetzt nicht. Können wir auch den kleinen nehmen. Dann geht es auch schneller. So, weiter kriegen wir jetzt auch nicht rein. Öffnen, das ist wie gesagt wie beim Wagenheber. Dann drücke ich runter und dann müssen wir gucken. Den hat jetzt so weit eingepresst, dass ich ihn nicht mehr rauskriege. Auch witzig. Aber gut, den kriegen wir auf die gleiche Art und Weise raus. Aber das Lager ist draußen. Also richtig schön rausgegangen, auch gar nicht so fest gewesen. Gott sei Dank, hoffe die anderen beiden sind auch so. Bei dem anderen Längsding habe ich ein bisschen länger dran gestanden. Ja, einfach mal zum Vorführen, warum man sowas hier benötigt. Es funktioniert einfach nicht ohne, ohne Druck. Das Modell selber habe ich jetzt gesagt, in 20 Tonnen. Gibt es auch in 12 oder 6, ein bisschen kleineres Gestell. Das wiegt auch ordentlich, muss man ehrlich dazu sagen. Hier oben war noch ein Kreisteil, was man wahrscheinlich einspannen kann, aber das habe ich abgeflext. Wichtig ist bei dem Modell selber, dass man
diese Platten drunter macht. Ich habe es gestern leider einmal vergessen und schon sieht man, dass das Ganze ein bisschen verbogen ist. Also eine Biegung macht, also da ist schon ordentlich Power auch trotzdem hinter. Wobei ich jetzt an die 20 Tonnen selber auch nicht unbedingt glaube. So, weiter geht's mit Bestücken der Längslenker mit den PU-Buchsen. Bis gleich. So, wir sind jetzt am Vorbereiten von den Längslenkern. Hier ist natürlich alles ein bisschen jetzt rau. Das wäre einfach mit einem normalen, ich habe jetzt den Proxon Freeboard-Schleifer, dazu gibt es auch ein Video bei mir im Kanal drin. Einfach mit einer 120er Fächerscheibe einmal innen drinne nur sauber machen. Weil anders ist irgendwie mal ein bisschen schwierig. So, 16.000 Umdrehungen, alles aus. Und dann im Endeffekt wird es nur verballert. So, das war im Endeffekt auch schon zum Vorbereiten. Einfach nur, dass es ein bisschen glatter hier drin ist. So, hier ist noch eine raue Stelle, da kann ich nochmal rüber gehen. Ist okay. Kann so bleiben. So, der Vorteil bei den Buchsen ist, die sehen ja so aus, das sind jetzt die für die hinteren und die kleineren sind für vorne. Jetzt mal zum Vergleich, die ich nachgekauft hatte, sehen so aus. Und hier sieht man jetzt auch mal den Unterschied, wie viel größer der vordere, die vordere Buchse ist. Also das ist ganz schön viel. Die hinteren sind gleich, aber die vorderen sind definitiv dicker. Mir kommt das auch vor, ob der generell breiter baut. Kann natürlich jetzt auch täuschen. Ich habe die noch nicht aufeinander gehalten. Naja, minimal anders. Wahrscheinlich dürfen die wirklich nicht die genauen Maße wahrscheinlich haben vom Originalteil. Ja, egal. Die Buchsen werden natürlich nicht einfach nur so eingepappt, sondern die müssen gefettet werden. Hier ist immer so, also ich habe jetzt welche vom Powerflex, ist immer so ein Silikon, PTFE Silikonzeugs bei. Benutze ich jetzt nicht. Ich habe eine andere Möglichkeit und zwar entweder hier halt von Manol, High Temperature Grease nennt sich das, also Hochtemperaturfett. Oder was ich vielleicht noch ein bisschen besser finde, verpacken wir schon ewig lange, Triple Guard Grease. Absolut wasserfest, nehme ich auch für meine Bootsmotoren zum Beispiel. Also eigentlich ist es für Bootsmotoren gedacht. Ja. So, richtige dicke Pampe. Ich hoffe, dass der für alle 6 Dinger noch reicht, die ich hier habe. Ups. Weil das andere ist immer so wenig, finde ich. So. Nummer 1. Die sind übrigens auch geteilt. Das ist der absolute Vorteil, weil man die nicht einpressen muss. Man steckt sie einfach nur rein. Und gut ist. Und gerne noch mal in diese Lücken. So, Nummer 1. Und jetzt einfach hier reingesteckt. Zack, drin ist er. Geil, wa? So, Nummer 2 natürlich jetzt das gleiche.
Dran ist jetzt schon mal. Da stehende Schmatze kann man ein bisschen wegmachen. Und jetzt haben wir hier natürlich diese Führungshülse. Die wird natürlich genauso damit bearbeitet. Innen drinne mache ich es dann später einfach auf die Schraube rauf, die da durchkommt. Hab natürlich neue bestellt, weil alle anderen musste ich echt auswechseln. Die waren nach 18 Jahren so fest. Hat man nicht mehr hinbekommen. Sollte man eigentlich sowieso machen. Neue Schrauben verwenden. So. So, rindrücken, wenn es per Hand nicht geht, aber es geht, wie man sieht. So. Ist ja auch schon drinne. Das kann man ein bisschen verschmieren, innen und außen. Und schon sieht es so aus. Hat man es drinne. Dasselbe mache ich jetzt natürlich mit den anderen auch noch. Und dann sind quasi die Buchsen auch schon dran an diesen Längslenkern. Funktioniert natürlich auch mit Querlenkern oder überall, wo so eine Buchsen rein müssen. Der Vorteil ist einfach, die sind gesteckt, die werden nicht gepresst. Man braucht keine Presse, um die reinzuhauen. Ja, ich habe mir natürlich trotzdem in den Kopf, weil man kriegt ja die alten nicht raus. Vorteil bei den PU-Buchsen ist, man hat ein direkteres Fahrgefühl. Das heißt, dieses Schwammige geht damit weitestgehend weg. Es kommt natürlich auch immer auf die Fahrwerkskonstruktion drauf an, was der Ignis halt eine sehr, sehr einfache hat. Hab vorne ja schon seit 4 Jahren die PU-Buchsen drin. Hatte in meinem Starlet vorher komplett PU gebuchst, aber bin noch nicht dazu gekommen, beim Ignis das hinten zu machen. Das mache ich jetzt gerade. Und dann ist hoffentlich hinten noch dieses schwabbelige Gefühl weg. Außerdem hatte ich hinten einen Knacken drin gehabt, wo irgendwo eine Bewegung drin ist, woher auch immer die kommt. Ich weiß es nicht. Deswegen dachte ich mir, mache ich alles neu. Hier zum Beispiel habe ich auch einen neuen Panhard-Stab mir geholt, einen originalen. Weil es gibt die Buchsen tatsächlich nicht einzeln. Muss man ganz einen Stab kaufen. Wahrscheinlich, wenn man es ausmisst, wird es die irgendwo einzeln geben. Aber ist mir zu blöd gewesen, dass ich jetzt einen kompletten neuen gekauft und dann passt das schon irgendwie. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch dabei weiterhelfen, mal so ein bisschen zu sehen, wie eine mit der Werkstattpresse oder auch mit den Buchsen das funktioniert, wie ich das mache. Ja, jetzt will ich noch ein bisschen rumfummeln, dann die wieder einbauen, die Achse wieder anfummeln, weil die kommt ja hier dran, ist also doppelt gelagert beim Ignis. Und dann, ja, geht's los. Dann hoffe ich, wie gesagt, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.